Hallo und herzlich willkommen hier bei TQ. Wir tauschen heute mal die Ski gegen das Fahrrad und schauen uns an, wie so ein E-Bike-System aufgebaut ist. Hi, ich bin die Katha und ich bin heute zu Gast bei TQ. Wir sind hier in der Entwicklung und der Wolfi erklärt mir gleich, wie das funktioniert mit der Software bei den E-Bikes. Hi, servus. Hi, servus. Wolfi, was ist deine Aufgabe hier? Was machst du hier so? Ich bin bei TQ in der Softwareentwicklung tätig. Das heißt, ich entwickle die Software für die Elektronikbaugruppen und für andere Anwendungsbereiche, die wir brauchen. Was bedeutet Software bei einem E-Bike? Die Software bei einem E-Bike macht eigentlich das aus, was der Fahrer wirklich merkt. Also das, wie das Fahrrad anspricht, wie man aufs Pedal tritt und eben losfahren will und der Motor einfach unterstützt. Einfach, dass er fühlt, da ist ein Motor da und wie bei einem Auto, es muss ein gewisses Ansprechverhalten da sein, was der Fahrer erwartet und nicht irgendwas, was er nicht erwartet. Was steuert die Software bei einem E-Bike genau? In dem E-Bike sind ja mehrere Komponenten verbaut. Es gibt ein Display, es gibt eine Batterie, es gibt einen Motor, die alle für sich eine eigene Software natürlich haben und entsprechend viele Dinge tun. Der Motor muss sich alleine schon drehen, Unterstützung leisten, muss entsprechend Sensoren auswerten, die im Bike verbaut sind, um dann entsprechend das Fahrgefühl bereitzustellen, was der Nutzer erwartet. Das Display muss verschiedene Anzeigen einfach darstellen. Man kann vielleicht verschiedene Bildschirme wechseln, man kann verschiedene Modi einstellen und das macht dann die Display-Software. Und es gibt auch eine Batterie, entsprechend Abregelungen, es gibt Überwachungsfunktionen natürlich, dass das Fahrrad auch sicher ist. Und diese ganzen Funktionen müssen in Software, teilweise auch in Hardware, aber größtenteils auch in Software implementiert werden. Wie entsteht denn so eine Software für ein E-Bike? Eine Software für ein E-Bike fängt eigentlich ganz niedrig an. Wir fangen an Plänen an zu zeichnen, wie eine Softwarestruktur aufgebaut ist, wie eine Architektur aufgebaut ist. Überlegen uns Schnittstellen zum System, zwischen den Komponenten. Welche Komponenten müssen dann entsprechend implementiert werden. Und dann kommen irgendwann die Hardware-Baugruppen. Man macht eine Inbetriebnahme mit den Baugruppen. Und wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, wo das System als Gesamtsystem zum Beispiel bei uns in einem Bike verbaut ist und dann da läuft, dann kriegt man auch das Feedback entsprechend von Testfahrern, die sagen, hier, da war noch irgendwas nicht so toll, das muss noch besser werden oder das muss noch anders werden und dann arbeitet man das wieder ein. Aber prinzipiell ist es ein sehr langer Prozess von Anfang bis Ende, der einfach viel Geduld braucht. Ja, wir wollen mal schauen, wie so ein Motor auch zusammengebaut wird. Hi Simon. Hallo Karl. Willkommen in der Produktion bei TQ. Auf der Seite die industrielle Antriebstechnik, Antriebslösungen für Industrien wie Medizintechnik, Robotik, Luft- und Raumfahrt. Grundsätzlich ist die Produktionslinie oder die Produktion von E-Bike-Motoren schon noch viel manueller Prozess. Wir haben aber bei uns auch einige Prozesse mit Robotik ausgestattet.